Hallo Leute, heute möchte Tesla-Fan einmal einen Elektrofahrzeugvergleich machen. Hierbei habe ich mir einen BMW i3 angeschaut, ein Byte E6, ein Focus von Ford, der elektrische, Hyundai, der Ioniq, Kia, der Soul, Mercedes B-Klasse 250e, Nissan Leaf, Opel Ampera, den Renault Zoe mit der 40 kW Batterie und Teslas Model S 60 kW. Ja, kommen wir zuerst zum BMW i3. Ein sehr futuristisches Fahrzeug, bestehend aus 95% wiederverwertbaren Materialien, hat eine 33 kW Batterie. Hierbei muss man dann auch sagen, ich persönlich würde keinen Range Extender hinzunehmen. Die Beschleunigung ist sagenhaft mit 7,3 Sekunden auf 100. Die Höchstgeschwindigkeit mit 150 ist vollkommen in Ordnung auf der Autobahn. Die Reichweite, die angegeben ist, bei 300 Kilometer. Hier muss man allerdings sagen, realistisch, glaube ich, kommt man auf 220 Kilometer bei dem Fahrzeug. Was aber schon sehr gut ist, wenn man größere Strecken fahren will. Insofern ein gutes Fahrzeug. Was kostet dieses Fahrzeug? Es liegt im Einstieg bei 36.150. Allerdings würde ich immer einige Sachen hinzufügen, was auch wichtig ist, um einen speziellen Rabatt zu bekommen. Dann kriegt man die 2.000 Euro Umweltprämie von BMW, die durch, weil sie netto geben, 2.300 Euro ist. Scheint so bei allen Autoherstellern zu sein. Und zusätzlich die 2.000 Euro, die man beantragen kann. Und wenn man dann die richtigen Pakete nimmt, gibt es noch die Möglichkeit, 1.500 Euro Nachlass zu bekommen. Ich habe bei dem Gebrauchtwagen am Anfang ein Problem gehabt, denen Zahlung zu geben. Aber ich habe einen anderen Händler gefunden, der mir einen vernünftigen Preis für meinen Wagen bietet, vor allen Dingen einen festen Preis, was mir wichtig war. Aber es ist schwierig, daher müsste man da mal sehen, wo man diesen Wagen kauft, um das sicherzustellen. Was gut ist, dass man verschiedenste Möglichkeiten der Finanzierung hat. Leasing mit fester Endpreisbindung, Finanzierung, also und natürlich Eigenbarkauf. Also richtig gut, da kann man sich informieren und da gibt es einige Möglichkeiten. Dann lassen wir uns mal zum nächsten Fahrzeug gehen. Ja, jetzt kommen wir zu dem Byte E6. Das ist ein Produkt aus China, ein chinesisches Fahrzeug. Dieser Markt in China entwickelt sich gerade sehr stark, weil die chinesische Regierung die Fahrzeuge auf Elektro umstellen möchte. Dort gibt es so viel Smog in den großen Städten, dass es schon nicht mehr ertragbar ist. Und insofern soll auf E-Mobilität umgestellt werden und Byte ist eine große Marke. Wir haben ein Fahrzeug rausgebracht mit einer 80 kW Batterie. Die Beschleunigung von 8 Sekunden ist auch sehr gut. 140 km Geschwindigkeit und 400 km Reichweite. Ich würde sagen, so 300 km schafft man mit diesem Fahrzeug. Der Preis liegt bei knapp 60.000 Euro. Bei Sonderausstattung habe ich keine Informationen gefunden.
Ich gehe davon aus, dass es bestimmt auch die Umweltprämie gibt und man kann sich die Prämie vom Staat holen. Trotzdem muss man natürlich sagen, ist dieses Fahrzeug schon nicht sehr günstig mehr und sehr naheliegend schon fast bei Tesla. Dazu ist es schwierig, einen Händler zu finden und Werkstätten. Super ist natürlich die Reichweite bei diesem Fahrzeug, aber doch ein Exot auf dem europäischen Markt. Vielleicht ändert sich das aber noch über die nächsten Jahre. Ja, nun kommen wir zu einem Hersteller, der keine Probleme mit Werkstätten hat. Das ist der Ford Focus. Allerdings schon ein klein bisschen in die Jahre gekommen. Man erkennt das an der kleinen Batterie von 23 Kilowattstunden, was heutzutage nicht mehr zeitgemäß ist. Die meisten Hersteller tendieren zu größeren Batterien. Die Beschleunigung mit 11,4 Sekunden ist in Ordnung. Höchstgeschwindigkeit 137 Stundenkilometer ist auch okay. Nur die Reichweite mit angegebenen 162 Kilometern, wo man sagen kann, realistisch zwischen 130 und 120 Kilometer, ist doch recht knapp. Dafür ist der Preis relativ hoch mit 34.900 und Sonderausstattung erhöht natürlich hier auch diesen Preis. Bei den Rabattmöglichkeiten sind natürlich die 4.000 Euro insgesamt, die man abziehen kann. Möglicherweise ist Ford auch noch flexibel und kommt einem entgegen. Negativ ist die niedrige Reichweite und der zu hohe Preis dafür. Gut ist natürlich das Händlernetz, weil Ford ist ja überall in den größeren Städten und auch auf kleineren Städten immer zu erreichen. Ja, kommen wir zu meinem Geheimtipp. Ich denke, der Hyundai Ioniq ist wirklich ein tolles Auto. Super energieeffizient. Ich habe letztens ein Video gesehen, wo jemand mit dem Fahrzeug über 360 Kilometer gefahren ist, was absolut bombastisch ist. Nun kann man aber sagen, dass das natürlich im Stadtverkehr leichte, gleichmäßige Geschwindigkeit war. Der Ioniq hat eine 28 Kilowattstunden Batterie, beschleunigt in 9,9 Sekunden, was auch wirklich beeindruckend ist, 165 Stundenkilometer Höchstgeschwindigkeit, hat eine Reichweite von 280 Kilometer angegeben. Ich denke, auf jeden Fall kommt er auf über 200 Kilometer, also wirklich fantastisch. Einstiegspreis ist 33.500. Ich würde auf jeden Fall eine Variante besser wählen, weil man dann fast alle Goodies in dem Fahrzeug hat, dann liegt man bei 35.500. Man kann noch die Lederausstattung und so weiter nehmen, dann ist man bei 38.500 und hat die Möglichkeiten, Schiebedach, Farbe, Reifen, da noch Aufpreise zu zahlen. Auch hier ist natürlich, die sind die 4.000 Euro Umweltprämie mit einzurechnen. Und vielleicht gibt es sogar noch eine Möglichkeit bei dem Fahrzeug, was man in Zahlung gibt oder einen Rabatt zu bekommen bei Hyundai. Ja, der einzige Nachteil, den ich im Moment finden kann, wenn man die Größe eines Fahrzeugs sucht, dass das Auto noch nicht bei den Händlern ist. Ansonsten relativ günstig für die super Reichweite, die dieses Fahrzeug bietet. Ja, kommen wir zum Kia Soul. Ich denke, das ist der Preistipp bei den Fahrzeugen. Ein Auto, was jetzt schon etwas länger auf dem Markt ist, aber mit 27 Kilowattstunden sehr gut ausgestattet ist. Die Fahrleistung mit 11,2 und 145 Stundenkilometer sind jetzt nicht so super, aber trotzdem solide und vollkommen ausreichend.
212 Kilometer Reichweite. Das ist ja mittelprächtig. 160 Kilometer wohl realistisch. Aber ich glaube, für den Alltagsbetrieb sehr tauglich. Der Preis, das ist natürlich super. Man ist mit 29.000 Euro am Start. Ich würde immer den Aufschlag für die Ausstattungsvariante Play nehmen. Da liegt man bei knapp 31.000, hat dann aber den Schademo-Schnellladeadapter mit drin, was wichtig ist, wenn man längere Strecken fahren möchte. Und selbst wenn man den Wagen voll ausstattet, kommt man vielleicht auf ca. 33.000 Euro. Also wirklich gut. Genau dasselbe mit den Prämien wie bei den anderen Fahrzeugen. Vielleicht gibt Kia sogar noch irgendwie Nachlass auf etwas, wenn man mit den Verhändlern dann spricht. Das einzig Negative ist, dass an sich so ein bisschen 100 Kilometer Reichweite wären super dazu, dann ist das Auto ein tolles Auto. Aber eben sehr gute Ausstattung und sehr günstiger Preis. Ja, nun kommen wir zu meiner Enttäuschung. Ich bin an sich jemand, der sehr gerne Mercedes fährt. Ich habe einige Fahrzeuge gefahren und war mir super zufrieden. Die Innenausstattung, die Verarbeitung, exzellent, die Fahrzeuge. Allerdings, der Wagen hat eine 28 Kilowattstunden Batterie, was nicht besonders gut ist bei dem Gewicht, was das Fahrzeug hat. Die Beschleunigung mit 7,9 ist gut, die Spitzengeschwindigkeit mit 160 Stundenkilometer auch. Die Reichweite ist knapp mit 200 Kilometern, also 145 ist noch in Ordnung, aber ist knapp. Der Basispreis bei Mercedes mit 39.150, ja, alles soweit noch im Rahmen, könnte ein bisschen mehr sein. Mit den Rabattmöglichkeiten wie bei den anderen Herstellern mit diesen 4.000 Euro und vielleicht ist bei Mercedes noch eine Möglichkeit enthalten. Aber was super negativ ist, es gibt keine Schnelllademöglichkeit. Daher, man muss dann 3-4 Stunden stehen, um den Akku wieder aufzuladen. Das ist einfach nicht akzeptabel. Für Kurzstrecken hervorragend. Ich habe gerade gehört, dass Taxis dieses Fahrzeug jetzt bestellen, wenn sie innerhalb der Stadt fahren. Aber ansonsten ist das relativ schwierig. Und in den Filialen spricht auch kein Händler richtig mit ein. Also irgendwie ist das Interesse bei Mercedes da noch nicht geweckt. Positiv, die Verarbeitung ist natürlich wieder mal absolute Spitze. Ich glaube, Spitzenklasse überhaupt von allen Fahrzeugen, die man sehen kann. Und wenn die vorgenannten Probleme beseitigt werden würden, etwas größerer Akku drin, eine Schnelllademöglichkeit drin, wäre das ein klasse Fahrzeug. Hoffen wir auf die Zukunft. Ja, nun kommen wir zum Klassenprimus der Elektrofahrzeuge. Von keinem anderen Fahrzeug sind so viele Autos verkauft worden wie vom Nissan Leaf. Mit der neuen Batterie, mit der 30 Kilowattstunden Batterie, wurde auch die Reichweite erhöht. Es ist ein grundsolides Auto, was wir dort vorfinden. Aber es müsste jetzt der nächste Schritt gemacht werden. Und ich glaube, es ist auch etwas in Vorbereitung, dass dort etwas geändert wird. Ob eine größere Batterie kommt oder ob ein Facelift kommt, das weiß man noch nicht so genau. Die Beschleunigung 11,5 Sekunden, durchschnittlich. Höchstgeschwindigkeit 144 ist in Ordnung. Die Reichweite mit 250 Kilometer angegeben, gute 180, 170 Kilometer. Ich glaube, das ist schon ganz vernünftig. Der Preis liegt in der Basisausstattung bei 34.400 Euro. Auch hier sollte man auf jeden Fall den Schademo Schnelllader mit dazu nehmen, was den Preis etwas erhöht. Ich denke mal, man kommt auch ungefähr auf 40.000, wenn man eine gute Ausstattungsvariante nimmt. Rabatte, ähnlich wie beim
bei den anderen Herstellern natürlich. Man kann ab und zu gucken, ob man nicht ein günstiges Leasingangebot bekommt. Manchmal gibt es auch so etwas, was dann wiederum subventioniert ist, was wirklich gut ist. Ja, also wie gesagt, negativ ein kleines bisschen. Die Reichweite kann ein bisschen mehr sein. Schnellladefunktionen sollte man auf jeden Fall mitnehmen. Auto, wer es mag, ich finde, es hat was Besonderes. Und es ist eben bewährt, absolut getestet, weil zigtausende Male verkauft. Aber Anfang des Jahres soll jetzt ein Upgrade kommen. Schauen wir mal, was da rauskommt. Ansonsten ist das Fahrzeug ganz bestimmt, wer es mag, ein super Fahrzeug. Ja, kommen wir zum Opel Ampera e. Dieses Fahrzeug wird in Amerika als Bolt verkauft und ist mit 60 Kilowattstunden bestückt, was ihm eine Reichweite von 500 Kilometern und realistisch fast an die 380 Kilometer gibt. Ist neben Tesla, glaube ich, das Fahrzeug mit der größten Reichweite auf dem Markt oder wird auf dem Markt sein. Eine Beschleunigung von 7 Sekunden und eine Höchstgeschwindigkeit von 150 Stundenkilometer lässt sich auch messen mit dem BMW, der ein kleines bisschen langsamer ist, aber genau das ist es. Er ist ein kleines bisschen schneller sogar noch. Der Preis wird bei ca. 40.000 Euro liegen. Dieselben Prämien kommen zum Zug wie bei den anderen Fahrzeugen. Und man weiß nicht, ob bei Opel es Möglichkeiten zum Handeln gibt, weil es ein brandneues Fahrzeug ist. Leider, und das ist es eben das Negative, das Fahrzeug ist noch nicht lieferbar. Und die Schnellladeinfrastruktur fehlt natürlich ein kleines bisschen für so eine große Batterie. Aber trotzdem, die super Reichweite und der relativ günstige Preis machen dieses Auto wirklich zu einem massentauglichen Fahrzeug. Ja, der Renault Zoe ist ein sehr kleines, wendiges Fahrzeug. Gerade wenn man in der Stadt unterwegs ist, glaube ich, hervorragend geeignet. Hat jetzt eine 40 Kilowattstunden Batterie bekommen. Seine Fahrleistung mit 13,2 und 135 Stundenkilometer sind nicht riesig, aber für so ein kleines Fahrzeug doch schon ganz beeindruckend. Die Reichweite, die ist natürlich bombastisch mit 380 Kilometern angegeben. Und ich glaube, man kommt so 250 bis 280 Kilometer, wird man damit ganz bestimmt fahren können. Also richtig ein Fahrzeug, was man sagen kann, eine gute Reichweite aufweist. Beim Preis hatte ich ein bisschen Probleme, das herauszufinden, was das Richtige oder wie man das richtig zusammenstellt. Man kommt ungefähr auf 25.000 Euro mit einer einigermaßen basismäßigen Ausstattung. Aber man muss eine 70 Euro Leasingrate für die Batterie leisten. Was natürlich, also eine Leasingrate ist immer eine solche Sache für so eine Batterie. Kann positiv sein, aber ist nicht so mein Ding. Ja, Rabatte wie bei den anderen Fahrzeugen. Ich habe gesehen, dass Renault sogar, glaube ich, 1.000 Euro mehr gibt. Also irgendwie 3.000 Euro und 2.000 Euro. Die Batterie ist sozusagen der Nachteil. Und das Fahrzeug ist natürlich an sich ein Stadtfahrzeug, so ein kleines Fahrzeug. Aber ganz bestimmt da optimal. Hat eine super Reichweite, so dass man auch mal längere Touren machen kann, wenn man das möchte. Und wenn man das Fahrzeug sowieso liest, dann ist das mit dem Batterieleasing aus meiner Sicht auch gar kein Problem, weil man dann eben nur eine erhöhte Leasingrate hat. Insofern, ich glaube, es gibt eine Möglichkeit, das auch zu kaufen, aber ich habe das da auf die Schnelle nicht gefunden.
Dann wird auf jeden Fall das Auto teurer. So ist das Auto natürlich mit 25.000 Euro relativ günstig. Allerdings eben die Batteriemiete dazu zu bringen. Ja, nun kommen wir, glaube ich, zu dem Premium-Auto bei den Elektrofahrzeugen. Es sind einige in der Entwicklung, die natürlich in diesen Bereich hineinkommen werden. Aber momentan, glaube ich, ist das Tesla Model S das Fahrzeug, was dort den Markt beherrscht und auch gegenüber den Verbrennern an Boden gut gemacht hat. Ein Fahrzeug, wenn man sich das Grundmodell, das Tesla Model S 60 anschaut, schon mit einer 60 Kilowattstunden Batterie kommt, wie einige Kollegen im letzten nachgemessen haben, soll sogar die Batterie bis 62 Kilowattstunden benutzt werden können. Und man kann sich die Batterie noch freischalten, dass man auf 75 Kilowattstunden kommt. Realistisch sollen da allerdings dann nur 72, 73 Kilowattstunden drin sein. Aber trotzdem das erhöhen. Die Beschleunigungswerte sind mit 5,6 Sekunden enorm. Höchstgeschwindigkeit mit 210 Stundenkilometer, ja, vollkommen ausreichend. Die Reichweite mit 400 Kilometer ist natürlich durch die 60 Kilowattstunden Batterie beschränkt. Mit 280 Kilometern ist man trotzdem noch gut unterwegs. Und man muss sagen, es gibt die Supercharger. Und damit hat man ruckzuck die Batterie wieder aufgeladen und somit ein langstreckentaugliches Fahrzeug. Der Preis mit 74.000 oder 75.000 Euro ist natürlich schon eine ganz schöne Ansage. Und das ist die Basisausstattung. Allerdings die Basisausstattung ist schon relativ gut ausgestattet. Rabatte. Es gibt eben diese vom Start die 4.000 Euro, die allerdings bei den 74.659 schon mit eingerechnet sind, also die 2.000 Euro kriegt man dazu. Dann gibt es den Tesla-Code, ich habe den mit dir hier drin, da gibt es nochmal 1.000 Euro und somit kommt man runter auf knappe 71.700 Euro. Negativ zu sagen, den Autopiloten hat man natürlich dann nicht bei dieser Ausstellungsvariante. Der würde 5.500 mehr kosten, wenn man ihn sofort nimmt. Aber man kann ihn nachbestellen, das heißt, er kann freigeschaltet werden. Dann sind das 6.600 Euro, die man dazu zahlt. Außerdem das autonome Fahren, was jetzt noch entwickelt wird, insofern nicht so schlimm, wenn man es nicht sofort hat, schlägt mit 3.300 Euro zu Buche, wenn man das sofort mitnimmt. Und wenn man es nachbestellt, 4.400. Das heißt, man würde bei der ganzen Sache den Preis nochmal um 8.800 Euro erhöhen, wenn man beides mitnimmt. Das muss man sich überlegen. Natürlich ist der Autopilot super, aber das Fahrzeug ist auch ohne Autopilot schon eine Granate. Positiv ist natürlich die Reichweite von dem Fahrzeug. Das Fahrzeug selber ist ja E-Klasse. Qualität im Minimum vom Fahren her und vielleicht sogar an der S-Klasse dran. Viel Platz, auch ohne Zubehör, super schon ausgestattet. Und es ist das sicherste Auto, was man momentan auf der Welt kaufen kann. Tja, wenn es eben möglich ist, würde ich sagen, das ist jetzt die Möglichkeit, da man vor Jahresende noch die Supercharger lebenlang frei hat, wenn man sie kauft. Daher, wenn man jetzt kauft, hat man diese Möglichkeit noch ab nächstes Jahr nicht mehr. Der Code steht hier drin, der Code steht unten in der Beschreibung drin. Geht bei, wenn ihr könnt, und holt euch so ein tolles Auto. Ja, nachdem wir jetzt alle unterschiedlichen Autos uns etwas näher angeschaut haben, ist die Frage, welches Fahrzeug sollte man kaufen?
Ich glaube, da ist ganz, ganz viel persönlicher Geschmack auch wichtig. Einige Leute lieben mehr die ganz kompakten Fahrzeuge, wie so ein Renault Zoe. Andere mögen mehr futuristische Fahrzeuge, so wie den i3. Daher ist es schwierig zu sagen, was das Richtige für einen ist. Worauf man achten sollte, ist, wofür man ihn braucht. Die Entfernung, die man zurücklegt am Tag, sollte man sich anschauen. Und wenn man eine Entfernung hat, die um die 50 Kilometer sind für einen Weg, dann sind fast, ich würde sagen, alle Fahrzeuge in der Lage, diesen Weg hin und zurück zu fahren, sodass man am Abend bequem sein Fahrzeug laden kann. Worauf man achten sollte, ist, wenn man damit wirklich auch mal weitere Touren macht, dass ein Schnellladegerät mit eingebaut ist. Leider gibt es einige Fahrzeuge, wie den Mercedes, wo dieses nicht der Fall ist. Dann nützt es nichts und man muss auch darauf achten, beim BMW oder beim Kia oder so, dass man sich diese Option dazu kauft. Auch beim Wiederverkauf ist so etwas wichtig. Wer hat darauf geachtet und man hat garantiert eine bessere Möglichkeit, so ein Auto weiterzuverkaufen. Ja, zu meinem Lieblingsfahrzeug und in meinem Namen ist das schon enthalten, ist da ganz klar, der Tesla ist top. Allerdings ein großes, großes Auto. Und wenn man in der Innenstadt irgendwo kleinere Parklücken braucht, ist das vielleicht nicht das Optimum. Ansonsten als Auto gesehen natürlich toll, vom Preis her aber auch ganz schön toll. Nein. Aber es gibt eben die Möglichkeit mit dem Tesla-Code, der unten drin ist, der auf den Videos zu sehen ist, sich 1000 Euro zu ersparen. Die Prämie geht jetzt auch für den Tesla. Wenn ich sonst schaue, ja, ich finde den i3 super. Wenn man etwas Großes, Günstiges haben möchte, glaube ich, ist der Hyundai ein klasse Auto. Der Ampera, das ist das Problem, dass er noch nicht verfügbar ist, insofern noch nicht näher betrachtet werden kann. Die Reichweite ist schon beeindruckend mit dem Fahrzeug. Jetzt habe ich noch eine Kleinigkeit, wo wir uns mal was anschauen wollen von BMW. Ich glaube, das ist auch eine sehr interessante Sache, die BMW dort jetzt einführt. Ja, hier nochmal etwas Besonderes zum Abschluss. BMW hat jetzt eine Ladelogik in sein Auto integriert, womit man das Auto anweisen kann, ob man Solarstrom beziehen möchte von seinen Solarzellen oder ob man zu günstigen speziellen Zeiten Energie ziehen möchte. Und dies in Verbindung mit der Wallbox soll also dieses Feature möglich machen, was ich eine tolle Weiterentwicklung finde. Ich denke, es werden noch mehr Hersteller nachziehen, aber das ist wirklich wieder innovativ, was dort BMW geleistet hat. Ja, darin hat man gesehen, dass BMW auch schon den nächsten Schritt macht, die Optimierung der Ladung. Und insofern eine tolle Sache, die dort jetzt eingerichtet wird. Ich denke, es werden Netzbetreiber kommen, die dieses auch anbieten. Und die Entwicklung wird weitergehen, damit man sein Fahrzeug eben optimal laden kann. Einerseits mit erneuerbaren Energien oder mit dem günstigsten Preis, der am Markt verfügbar ist. Eine tolle Sache. Ja, das war's für heute. Ich wünsche euch, wie gesagt, es kurz vor Jahresende, einen guten Rutsch ins neue Jahr. Hoffentlich alles gesund, das ist das Wichtigste. Dann kann man sich auf solche Abenteuer wie mit Elektroautos einlassen. Und egal welches Fahrzeug ihr wählt. Wichtig ist, es sollte ein Elektrofahrzeug sein.
Das ist toll. Dann bis zum nächsten Mal. Euer Tesla-Fan. Und denkt dran, unten drin sind Hinweise auf die anderen Videos und der Tesla-Code, falls ihr euch das Fahrzeug holen wollt. Das Fahrzeug hat im Moment noch den Supercharger inklusive. Bis Jahresende bestellte Fahrzeuge haben Supercharger frei. Also schnell hin und sich den Tesla holen. Let's get. Gut, bis dann denn. Zum nächsten Mal. Ciao.